dann haben wir ein Rederecht vereinbart und dann frage ich mal ab, wie weit die weiteren Redebedürfnisse alle notwendig sind. Aber zunächst einmal Frau Frohwieser für die Einbringung. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ich versuche, die Einbringung kurz und knapp zu machen. Den Antrag haben im Zweifelsfall alle gelesen, die Begründung auch. Ich würde mich freuen, wenn wir trotz alledem dem Gastredner, es wird jetzt nur einer von beiden sprechen und das auch versuchen, kurz zu machen, die Aufmerksamkeit schenken, die ganze Zeit jetzt auch gewartet haben. Der Antrag ist insofern eilbedürftig, weil wir hier gemeinsam mit der FDP-Fraktion als SPD-Fraktion eine Überbrückungsfinanzierung für ein Projekt, was eigentlich ein landesweites Projekt ist, aber im Moment keine Landesförderung erhält. Die werden sich auch wieder um eine Landesförderung zum nächsten Antragstermin, das ist dann ab Mai, bemühen. Aber es ist eben auch ein wichtiges Projekt mit einem wichtigen Angebot hier in unserer Stadt. Das ist ein Projekt, ursprünglich mal für queere Geflüchtete, mittlerweile eigentlich von queeren Geflüchteten für queere Geflüchtete beim Dresdner CSD. Das Projekt hilft Geflüchteten, die unter anderem eben in Dresden, ich glaube, das ist das, worüber wir uns jetzt Gedanken machen müssen, eine quasi queere, migrantische Selbstorganisation entwickeln. Sie begleiten queere Geflüchtete, die in unserer Stadt ankommen, bei Behördengängen, betreiben Kriseninterventionen, beraten, bieten Deutschkurse an, machen gemeinsame Veranstaltungen, Treffen und Dialoge. Wie gesagt, wir hoffen doch alle, glaube ich, miteinander, dass es ab Mai dann auch wieder eine Landesförderung weitergehen kann. Für Dresden ist es, glaube ich, aber ein sehr wichtiges Angebot. Wir werden ja auch morgen im Rahmen des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, das sind ja nicht nur über 6 Millionen Jüdinnen und Juden gewesen, sondern in diesem Jahr steht im Mittelpunkt des Gedenkens in Deutschland auch die Opfer, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihrer sexuellen Identität verfolgt und ermordet worden sind. Und mich persönlich macht es stolz, in einem Land zu leben, in das jetzt queere Geflüchtete aus anderen Ländern kommen, die in anderen Ländern immer noch verfolgt werden, die jetzt hier in Deutschland bei uns Schutz suchen. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit unsere Schuld, dort dann auch eben die entsprechende Unterstützung zurückzugeben. Und das sind ganz oft Geflüchtete, die aus Ländern kommen, bei denen man vor Behörden Angst haben muss, bei denen man sich vor der Polizei verstecken muss. Das sind eben dann ganz oft auch Geflüchtete, die auch hier in Deutschland, wenn sie Schwierigkeiten haben, nie als allererstes zu Behörden oder zur Polizei gehen aufgrund ihrer Erfahrungen in ihren Heimatländern. Umso wichtiger ist meines Erachtens so ein Projekt, was auch Menschen, die hier in Deutschland angekommen sind, befähigt, selber dann diese Angebote wieder für andere Geflüchtete zu machen. Es geht hier um maximal 54.000 Euro, die wir beantragen für, das sind zwei Stellen, die da dahinter stehen, für die Monate jetzt hoffentlich bis zur Weiterförderung durch den Freistaat. Und wir haben alle gemeinsam miteinander bei unserem Haushaltsbeschluss im vergangenen Jahr für jetzt das kommende Doppelhaus, für den kommenden Doppelhaushalt, allein für das Haushaltsjahr 2023 den Etat der Gleichstellungsbeauftragten, das ist die Deckungsquelle, die in diesem Antrag genannt ist, nochmals aufgestockt um 559.000 Euro. Also ich denke, das ist auch gut finanzierbar, diese kleine, ja, verhältnismäßig kleine Summe. Ich würde mich freuen, wenn es hier zu einer breiten Zustimmung zu diesem Antrag kommt. Vielen Dank. Okay, da wollen wir jetzt zum Gast kommen. Herzlich willkommen. 5 Minuten Redezeit. Bitte schön. Hallo, schönen Abend. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträter. Danke, dass Sie uns die Gelegenheit gegeben haben, heute sprechen zu dürfen. Ich werde heute von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen. Ich bin persönlich im Jahr 2017 in Deutschland angekommen und es ist unglaublich, wie für die Migranten alles schwer und unmöglich aussieht. Die Sprache zuerst, dann die bürokratischen Verfahren, die in vielen von unseren Ländern nicht existiert. Und wir müssen daran uns gewöhnen. Ich habe im CSD gefunden, obwohl ich in anderen Organisationen auch gesucht habe, die Möglichkeit, diesen Verfahren zu beginnen. Im Jahr 2018 habe ich angefangen, in den CSD zu arbeiten.
Und ich habe erfahren, warum es ist nur durch ein Projekt, die CSD hilft. Wir bekommen viele Fragen. Wir haben zwei Stellen, mein Kollegen da hinten und ich, und wir sind auch Geflüchtete. Deswegen, alle diese Fragen können wir besser beantworten, nicht nur, weil wir in diesem Verfahren auch gewesen sein, aber auch, weil es gibt viele, die Sprache zum Beispiel macht eine Begrenzung zwischen die Leute, die hier geworden sind und die neu kommen. Die unterstützen zum Beispiel oder die Begleitung für medizinische Termine ist auch nötig. Deswegen fragen wir heute nach einer Hilfe nur für diesen Monaten oder eine Überbrückung für diesen Monaten, da wir keine anderen Möglichkeiten haben. Letztes Jahr haben wir uns gedacht, die Kreation einer neuen MSO, eine queeres Migranten-Selbstorganisation, damit wir können auch ein Zentrum, wo man auch da gehen kann, wo die neuen Ankommen auch die Fragen stellen können. Dieses Zentrum sollte Anfang dieses Jahr aufgegründet werden, aber wegen der Ablehnung unseres Projekts sollten wir andere Lösungen finden. Deswegen sind wir heute hier. Genau. Deswegen sind wir heute hier und wir wollten dann auch wissen oder euch auch wissen lassen, wie die Situation gerade mit den Geflüchteten zurzeit in Dresden ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich frage mal Herr Melodi. Erstmal noch nicht. Dann Frau Barko, bitte schön. Sehr geehrter Herr Donhauser, sehr geehrte ZuhörerInnen. Zunächst einmal, also ich kann total gut nachvollziehen, dass hier der Antrag gestellt wird, dass die SPD, die FDP sich hier zusammengetan haben und versuchen nochmal hier für den Zeitraum Gelder aus kommunalen Mitteln zu bekommen für dieses Projekt, einfach aus Frust und Ärger darüber, dass die Landesebene, die Koalition aus CDU, Grünen und SPD wie schon so oft ein Projekt fallen lässt und zwei Wochen vor Jahresende die Anschlussförderung verweigert. Dabei ist das Projekt für queere Geflüchtete vom CSD nicht das einzige. Also zum Beispiel die ABC-Tische stehen gerade vor der gleichen Situation, haben erstmal keine neue Förderung und es ist höchst unklar, wie es hier weitergeht. Das ist natürlich für die Projekte, also das ist einfach extrem ärgerlich und für die Beschäftigten in den Projekten und für diejenigen, die teilhaben an den Projekten, das ist einfach katastrophal. Vor allen Dingen auch, dass die Förderungen immer so kurzfristig sind und dann auch noch kurz vor Schluss auf der Kippe stehen und jetzt, wie gesagt, Mitte Dezember erst die Entscheidung getroffen wurde. Also deswegen verstehe ich es wirklich, dass hier Hoffnung drauf gesetzt wird, dass die Kommune als Notnagel noch gesehen wird. Aber wir werden diesem Antrag heute hier nicht zustimmen. Und ich möchte es auch begründen. Es geht, es wurde gerade schon dargestellt, nur um eine Finanzierung von wenigen Monaten, um eine sogenannte Brückenfinanzierung, bis dann ab Mai diesen Jahres eventuell wieder Landesmittel in Aussicht stehen könnten. Aber das hat mich auch die Beratung im Sozialausschuss hier im Stadtrat nochmal ziemlich deutlich zutage gefördert. Die Verwaltung hat wirklich deutlich gemacht, dass wenn wir als Stadt hier nun in die Bresche springen, würde das eine mögliche Anschlussfinanzierung durch das Land ziemlich wahrscheinlich verunmöglichen, weil das dann gegen die Förderkriterien widerspricht, dadurch, dass jetzt hier quasi schon ein Projektstart stattgefunden hat und nicht erst im Mai neu begonnen wird. Das heißt, dieser Antrag, der jetzt hier sozusagen eine Notlösung sein soll, um das Projekt zu retten, ist ziemlich wahrscheinlich keine Notlösung, sondern vielmehr das Aus des Projekts.
Und deswegen werden wir uns als Fraktion bei diesem Antrag hier heute enthalten. Schönen Dank. Dann Herr Maloney, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin gerade, wie soll ich sagen, fassungslos, was ich gerade von der Linken gehört habe. Aus einem ganz einfachen Grund. Hier wird gerade vorgeschoben, irgendeine Begründung, warum man diesem Antrag jetzt nicht zustimmt, warum man sich dort enthält und wird auf Zuständigkeit von Land und Kommune verwiesen. Wir haben, ich glaube, das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, bereits ein Projekt, ein Projekt des Gerede e.V. zur Bildung, ein Bildungsprojekt, unterstützt und stadtfinanziert. Und ich denke mal, bei dem Geld, und das waren etwas mehr, also im ersten Jahr waren es etwas über 500.000, im zweiten Jahr waren es sogar etwas über 600.000, was die Gleichstellungsbeauftragten zusätzlich an Haushaltsgeldern bekommen hat, denke ich, kann man dieses Projekt durchaus finanzieren. Um welches Projekt geht es hier überhaupt? Hier geht es nicht um irgendein schönes Sonnenscheinprojekt, hier geht es um Menschen, die geflüchtet sind aus ihrer Heimat, weil sie in ihrer Heimat, ich drücke es etwas krasslicher aus als die Kollegin Frohwieser, weil sie in ihrer Heimat um ihr Leben fürchten müssen. Das sind Menschen, die werden zu Hause gegebenenfalls an den Baukran gehangen unter tosenden Applaus und kommen dann hierher, müssen in Erstaufnahmeeinrichtungen auch geschützt werden, vor anderen Leuten, mit denen sie hergekommen sind, teilweise auch vor bereits hier lebenden Menschen und sind total verunsichert und bekommen durch diese Initiative wirkliche Hilfe, 24-Stunden-Hilfe, da gibt es sogar ein Notfalltelefon, was dort eigentlich, das sind alles sehr viele ehrenamtliche Hilfe, die nebenbei in den zwei Stellen tatsächlich stattfindet. Und dann stellt sich eine Linke, die letztes Jahr beim CSD auf der Bühne groß, vollmundig, ich glaube auch auf die CDU geschimpft hat, die ja sowieso heute, haben wir ja erfahren, in der Verwaltung eher eine Oppositionsrolle innehaben möchte, stellt sich dann hin und mit einer irgendeiner fadenscheinigen Begründung und sagt, nee, das tragen wir jetzt nicht mit. Sorry, das ist für mich keine Begründung, das ist eine Ausrede, das ist Feigheit und das ist wieder mal typisch. Wir reden von Lippenbekenntnissen, wenn es dann aber ums Handeln geht, um konkrete Hilfe, konkrete Menschen, die dahinter stehen, dann verweigern wir uns, weil wir das vielleicht landespolitisch dann nochmal ausspielen können. Das ist feige, das ist schäbig. Weitere Redner sind, Angang, wir denken alle ein bisschen auf die Zeit. Ne? Mario Schmidt, dann Herr Breuer. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, selbstverständlich denke ich in die Zeit, ich mache es kurz, aber trotz allem möchte ich für unsere Fraktion ein paar Worte zu dem Thema sagen. Mich macht das Ausschussvotum etwas ratlos, wenn ich das sehe. Zwei Stimmen dafür, das waren die einbringenden Fraktionen, drei dagegen, können wir uns vorstellen, wo die herkamen, neun waren noch unschlüssig, haben sich enthalten. Da war auch unsere Fraktion dabei, wir haben in der Fraktion am Ende am Dienstag intensiv beraten. Wie wir uns verhalten, werde ich gleich erklären. Ich sage es aber ganz deutlich, insbesondere auch an die Linken, die jetzt gerade abgelenkt sind, insbesondere auch die Rednerin der Linken, Frau Barkow, zuhören bitte. Die haushaltstragenden Fraktionen sollten eigentlich an dieser Stelle ein Interesse daran haben. Wir haben diesen Haushalt beschlossen, wir haben das Budget der Gleichstellungsbeauftragten erhöht. Dana Frohwieser hat es gerade gesagt, insgesamt gehen dann die Beauftragten über 500.000 Euro zusätzlich. Und wir sollten doch ein Interesse daran haben, dass wir darüber entscheiden, wie dieses Geld verwendet wird. Und es gibt hier ein konkretes Projekt, mit dem man entsprechend arbeiten kann, wo man das Geld hinpacken kann. Und deswegen werden wir am Ende auch zustimmen. Mit Blick nach rechts außen ist mir die Ablehnung vollkommen unverständlich bei diesem Antrag, weil insbesondere die AfD ja gerne davon redet, Asylrecht immer für die Personen, die es wirklich nur verdient haben und politisch Verfolgte und so weiter. Wer, wenn nicht die Besoffenen, insbesondere in dem Bereich, sind die politisch Verfolgten? Die kommen häufig aus Heimatländern, in denen tatsächlich noch eine Todesstrafe oder ähnliche Sachen bestehen. Also die sind wirklich politisch verfolgt und wenn wir denen das Recht hier nie gewähren und die nie integrieren wollen, weiß ich nicht, wen sonst. Also insofern wäre das auch sinnvoll, wenn man da vielleicht nochmal drüber nachdenkt, eine andere Stimme zu machen. Wir haben jetzt gerade den Oskar gerade nochmal hier erlebt, auch das vielleicht nochmal ein gutes Beispiel. Als er das letzte Mal im Stadtrat gesprochen hat, das war, als wir noch in der Messehalle waren, hat er noch in englischer Sprache vor uns stehen müssen.
weil er noch die deutsche Sprache noch nie beherrschte. Jetzt haben wir eine Sprache in Deutsch gehört. Man sieht also, Integration kann funktionieren und dieses Projekt ist sinnvoll und deswegen werden wir als CDU-Fraktion zustimmen und wir hoffen, dass auch andere Fraktionen, die sich enthalten haben, sich das vielleicht jetzt noch mal überlegen. Danke. Okay, Herr Breuer, bitte. Sehr geehrter Herr Beigeordneter, sehr geehrte Stadträte, ich wollte eigentlich zum Inhalt nicht so viel sagen, ich muss jetzt aber doch was bringen, um auf Herrn Schmidt zu antworten, weil er uns ja da was vorgeworfen hat. Also man muss unterscheiden, einerseits zwischen der Sinnhaftigkeit der Förderung dieses Projektes, was hier zur Abstimmung steht, und andererseits der Frage, ob man queere Flüchtlinge in Deutschland aufnimmt. Und Sie haben völlig recht, wer bei Leib und Leben bedroht ist in seinem Heimatland, der ist auch für uns als AfD in Deutschland willkommen. Das Zweite, oder eigentlich das Erste, was ich vorhin schon ansprach, die Frage, ob das Projekt hier von uns gefördert werden sollte, dazu möchte ich mich jetzt nie äußern, weil dazu haben wir eine sehr gute Stellungnahme der Verwaltung im Sozialausschuss gehabt und ich würde bitten, dass das an dieser Stelle nochmal hier vorgetragen wird, die Stellungnahme der Verwaltung zur Sinnhaftigkeit dieser Überbrückung. Dankeschön. Okay, die Stellungnahme haben wir gerade nicht hier. Ja, da muss ich mich mal ein bisschen vorher in Kühn stellen. Wir machen so viel zur Zeit, da haben wir natürlich nicht jede Stellungnahme für jeden Antrag im Kopf. Ne? Können wir jetzt nichts sagen. Also das Sozialamt hat in der Ausschusssitzung deutlich gemacht, dass möglicherweise die Situation eintreten könnte, dass wenn wir hier in eine Förderung oder eine Überbrückungsfinanzierung reinkommen, dass wir uns damit der Chance verwehren, sozusagen auf Landesmittel zurückzugreifen. Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass ich sozusagen die einzelnen rechtlichen Details sozusagen mit Blick auf die Beantragung dieser Mittel und der entsprechenden Präliminarien nicht aus dem Stegreif vortragen kann. Aber das Sozialamt hat auf diese Problemstellung hingewiesen. Okay, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Geschäftsordnungsantrag Herr Lichti oder Herr Schmählich, bitte. Punktweise Abstimmung, bitte. Des Antrags dann. Aber erst müssen wir ja mal den Ausschussbericht abstimmen. Na? Okay. Okay, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Da wird man als erstes über den Ausschussbericht abstimmen. Dort nochmal der Hinweis. Wer hier zustimmt jetzt, lehnt ab, dass das nochmal allen auch bewusst ist. Dann bitte ich um Abstimmung, was den Ausschussbericht hier federführend angeht, um das nochmal zu sagen, der Ausschussbericht, 2 Ja, 3 Nein, 9 Enthaltungen. Okay, dann bitte um das Handzeichen. Wer kann zustimmen? Wer lehnt ab? Und wer enthält sich? So, mit Ja haben gestimmt 22, mit Nein haben gestanden 22, enthalten haben sich 23. Damit ist der Ausschussbericht nicht bestätigt worden. Und wir würden jetzt über den Ursprungsantrag punktweise abstimmen, so wie gerade beantragt. Wer den Beschlusspunkt 1 im Antrag zustimmen kann, dann bitte ich um das Handzeichen. Wer lehnt ab?
Und wer enthält sich? Das wären hier 23 Ja, 20 Nein und 24 Enthaltung, damit der Beschlusspunkt 1 mehrheitlich zugestimmt. Und wer möchte den Beschlusspunkt 2 zustimmen? Wer lehnt ab? Und wer enthält sich? Dann wäre der Beschlusspunkt 2 bei 36 Ja, 18 Nein, 9 Enthaltungen auch mehrheitlich beschlossen. Dankeschön. Ich frage mal.